Ich habe so Riesenhunger, ich könnte mir jetzt einfach dieses Stück Dreck reinpfeifen. Das ist kein schlechter Witz, Leute, denn heute essen wir einfach mal die Welt. Es funktioniert halt wirklich, ihr könnt einfach rausreißen, immer nom, 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 immer mehr essen und mehr essen. Sogar Stein, alles möglich, einfach alles in uns reinfressen. Wir haben nämlich riesigen Hunger und irgendwann können wir dann hoffentlich auch mehr essen. Ich sehe gerade da hinten, da ist vielleicht noch was, was ich auch gerne essen möchte. Da laufen wir mal eben. Das Spiel ist gerade irgendwie übel beliebt. Ich weiß auch nicht, woher da der Hype jetzt gerade kommt, aber scheinbar wollt ihr das auch mal sehen. Und ja, wir sind angekommen und gucken jetzt erstmal. Ja, natürlich kann man das essen. Wir essen uns hier jetzt einmal durch den Boden. Okay, das geht nicht. Also man kann nur die oberste Schicht des Bodens essen. Und auch nur das, worauf man gerade steht. Ne? Geht das hier? Ja, natürlich. Nom. Nom. Es ist voll geil. Also ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Und wenn ihr auch immer so viel Hunger habt, dann ist das Spiel vielleicht auch für euch was. Schreibt mal in die Kommentare, kanntet ihr dieses Spiel schon? Es hat irgendwie gerade 30.000 Spieler. Ich weiß auch nicht, warum das so unfassbar viele Spiele hat, aber scheinbar finden das viele Leute super, dieses Spiel hier. Oh mein Gott, ich habe gerade aus Versehen verkauft und ja, jetzt sind gerade kleiner geworden. Maximum Size ist Level 1. Okay, das holen wir jetzt nochmal einen hoch, weil wir können scheinbar die ganze Zeit noch wachsen. Wir wachsen die ganze Zeit, mit jedem Bissen wachsen wir. Und ja, es ist wichtig, dass wir gerade gesellt haben. So können wir nämlich immerhin immer noch größer werden. Und das ist ja auch wichtig. Ich bin mal gespannt, wie groß man im Endeffekt werden kann. Wenn ihr Bock habt, können wir dieses Spiel auch mal im Livestream spielen. So an sich macht mir dieses Spiel auch relativ viel Spaß. Merke ich jetzt auch schon, weil ich esse halt einfach auch gerne. Und wie geil wäre das denn, wenn man einfach alles essen könnte? Stellt euch vor, ihr geht einfach raus, Asphalt, einfach mal gönnen. Man gönnt sich ja sonst nichts im Leben. Ich wollte mal eben hier schauen, kann man sich jetzt einfach den Baum. Ja, Leute, wir haben den Baum, wir essen den Baumstamm. Let's go. So mag ich das doch. Mache ich jeden Tag so und feiere ich auch. Also, wir haben ja gerade einfach so aus dem Wasser raus eine Kleinigkeit gesnackt. Also, wir sind schon riesengroß. Aber da hinten ist noch eine, noch größer als wir jetzt sind. Ich wünschte, man könnte auch irgendwann so groß werden. Eventuell kann man das Haus ja auch so weit. Kann man die Sachen so weit fressen, dass zum Beispiel einfach der Kran zusammenstürzt? Wir haben halt nur noch eine Minute Zeit. Okay, ich musste leider verkaufen. Wir hatten leider nicht mehr so viel Zeit. Vielleicht schaffen wir es aber noch, den Kran zum Einstürzen zu bringen. Wir nehmen uns jetzt hier einfach. Schade, geht nicht. Können wir ja nicht so ein Stück aus dem Kran raus? Na, funktioniert leider nicht. Aber aus dem Haus doch bestimmt, oder? Ah, auch leider nicht. Wir haben uns einfach ein Stück aus dem Boden gegrabt. Laterne. Ah, ein Stück Laterne. Schmeckt auf jeden Fall. Ein Stück Straße. Asphalt ist immer gut, Leute. Asphalt ist gut für den Magen. Und generell schmeckt es auch echt gut. Wir können mal eben hier nochmal schauen. So, hier nochmal können wir den Stuhl da eventuell grabben und einfach essen. Jetzt hab ich noch ein Stück Boden genommen, ey. Also man nimmt wirklich viel zu schnell leider Sachen hoch. Guck mal eben hier. Ja, wir haben den Stuhl. Nom. Nom. Geil. So, ich wollte aber hier nochmal eben schauen nach einem neuen Upgrade, und zwar Size Multiplicator. Das ist natürlich auch nice, aber es kostet halt einfach übel viel. Instant Max Size. Grow your instant to the maximum size. Das kostet halt 140 Robux, aber egal. Oh, wir können das erst nochmal hier essen. Roblox Tower. Mein Job ist es natürlich jetzt hier in den schönen, in den Krankenhaus reinzugehen, ins Krankenhaus reinzugehen und hier erstmal zu mampfen, weil das ist auch was, was ich gerne mache. Kann man hier einfach diese Gläser hier nehmen? Ja, natürlich. Nom. Natürlich, natürlich, natürlich. Nehmen wir hier nochmal ein Stück mit drei Gläsern drauf. Egal, werden alle gegessen. Stück Boden mit Rot dran. Natürlich gegessen. Ein Stück Wand. Schmeckt mir auch immer sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Feier ich. Und die, oh, richtig großes Stück Wand können wir auch noch nehmen. Wahrscheinlich jetzt hier nochmal. Oh yeah, Leute. Schaut es euch an, was wir hier alles nehmen können und einfach essen können. Rutschen. Komm. Wir rutschen einmal und danach essen wir die Rutsche auf. Sowas ist natürlich auch immer sehr wichtig. Wir wollen den anderen Leuten auch den Spaß versauen. So, gehen wir jetzt mal drauf. Ui, es ist voll langweilig. Komm, gib mir die Rutsche. Gib mir die Rutsche, es ist mir egal. Ich mampf die Rutsche auf, als gäbe es keinen Morgen. Oh, schade. Wir können leider die Rutsche nicht essen. Oh mein Gott, doch, wir können die Rutsche essen. Stufe für Stufe wird die Rutsche jetzt hier weggesnackt. Wir müssen die ganze Rutsche essen. Die bringt uns nämlich 7 Size. Also jedenfalls das eine Teil gerade eben hat uns 7 Size gebracht. Ja, jetzt mal 3 Stück gleichzeitig. Nom, nom, nom. Voll durch ein Stück Boden. Ja, komm. Essen wir auch noch ein Stück Boden. Nimmt uns ja keiner weg. Nimmt uns ja keiner weg. Ich meine, wer nimmt uns denn bitte Wiese weg zum Essen? Würdet ihr jemanden Wiese wegnehmen, wenn er gerade Wiese am Essen wäre? Seid ihr solche 31er oder würdet ihr ihn einfach weiter Wiese essen?
lassen. Oh mein Gott, wir können tatsächlich die Rutschenstücke auch noch essen. Aber ich habe das Gefühl, die Rutschenstücke sind irgendwie zu groß. Also, jetzt hier nochmal grabben. Ja, wow, was ziehen wir denn da alles aus der Rutsche raus? Nach der Rutsche geht es jetzt natürlich noch an die Wippe. Die snacken wir uns hier auch nochmal auf jeden Fall. Norm, erstmal richtig krass weg. Hier nochmal ein Stück Krankenhaus. Einfach rausgesnaggery D-Note machen wir auch mal. Also mir macht dieses Spiel wirklich deutlich Laune. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Spiel findet und ob wir mehr davon machen sollen. Und wir sehen uns dafür aber im nächsten Video wieder, wenn wir wieder ganz viel Gras essen. Yay! Yeah.